Venom ist entkommen, was nicht gut ist. Und ich habe immer noch keine Ahnung, was der grüne Kobold und er geplant hatten, was mehr als nicht gut ist. Das Positive an der Sache ist das alles hier. Holographische Scanner. 3D-Drucker. Mikroschaltkreiser. Ein Telefon mit Wählscheibe. Mann, hier gibt's echt alles. Moment. Der grüne Kobold ist im Gefängnis. Er wird für eine ganze Weile nicht zurückkommen. Also gibt es keinen Grund, wieso ich nicht hierbleiben und das Labor selbst nutzen kann. Alles läuft bestens, Spidey. Schlag ein! Euer Forschungsprojekt ist in einer Woche fällig. Ich erwarte von euch Kreativität, ich erwarte, dass ihr etwas Hochtechnologisches erschafft und ich erwarte, dass ihr auf jedes Detail achtet. Mr. Parker, haben Sie mir zugehört? Natürlich habe ich das. Was Sie gesagt haben, war sehr inspirierend. Es hat mich berührt. Vermasseln Sie es nicht, Mr. Parker, sonst müssen Sie nachsitzen. Und zwar 22,5 Jahre lang. Oh, das scheint mir übertrieben. Und fast hellseherisch genau. Kuckuck, Mary Jane und ich besichtigen ein Labor für erneuerbare Energien als Vorbereitung für das Forschungsprojekt. Möchtest du mitkommen? Danke, Gwen, aber ich kann nicht. Ich muss noch etwas erledigen. Bis später. Oder aber vorzugsweise früher. Du weißt, was ich meine. Haut rein! Er ist schon ein komischer Kauz. Schon blöd, dass ich Gwen und MJ einen Korb gegeben habe. Aber ich konnte ihnen schlecht die Wahrheit sagen. Und zwar, dass ich das Labor zu meiner neuen Basis mache. Zuerst braucht meine Basis einen Namen. Spidey-Höhle? Zu düster und Depri. Spidey's Rainbow Happy Land! Nein, 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 nicht düster und Depri genug. Wie wär's mit Spidey Land? Ja, das passt. Und ist einprägsam. Hashtag Spidey Lab. Das ist bestimmt der größte, modernste Supercomputer in der Geschichte der Welt. Da müssen ein paar Videospiele drauf. Zuerst muss ich die Sicherheitsfirewall knacken. Da kommt meine neueste Erfindung zum Einsatz. Die Entschlüsselungsspinnen. Und während die Entschlüsselungsspinnen ihre Arbeit machen, kann ich meine machen. Und mit dem Labor und dem ganzen Kram hier kann ich das beste Forschungsprojekt aller Zeiten starten. Jetzt fehlt nur noch ein Retro-Musikvideo-Zusammenschnitt. Los geht's! Wieder soll ich was einfach in der Gasse abstellen. Und wieder mal kein Trinkgeld. Hä? Iron Man hatte recht. Das neue Café macht echt bessere Sandwiches. Ja, die Entschlüsselungsspinnen haben die Firewall geknackt. Na, mal sehen, ob ich hier mit Venom finden kann. Ich richte im Netzwerk der Stadt eine automatische Suche nach den neuesten Berichten über kriminelle Aktivitäten und Sachbeschädigungen ein. Jawohl! Da ist schon ein Hinweis auf Venoms Standort. Aber bevor ich mich um ihn kümmere, brauche ich neues Zubehör, um ihn noch echt zu erwischen. Und ich weiß schon ganz genau, was ich brauche.